Ja, willkommen liebe Freunde, die ihr wieder eingeschaltet habt und euch für dieses Video entschieden habt. Das finde ich ganz lieb, ganz nett, ganz toll. Ich hoffe auch immer wieder, dass ich euch schöne Videos bringe. Natürlich kommt es leider vor, dass es nicht immer so klappt, wie ich es gerne hätte. Zum Beispiel, wenn ich dreimal sterbe oder so. Ist leider so. Das zeigt aber auch, dass ich das erste Mal das selber spiele. Ja. Und selber erstmal rausfixen muss. Oh, da ist eine Höhle. Da ist auch eine Höhle. Okay, warte mal kurz. Wir müssen zur Kirche. Ich weiß, wir müssen zur Kirche. Oh, was gibt's hier denn alles noch? Boah, ein Sumpf. Das werden ja wieder voll viele Folgen. Oh, da hinten ist noch eine Kirche. Oder irgendwas in der Art. Uiuiui. Da komme ich zurück zu meinen Leuten, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nur. So, haben wir hier was für mich? Außer fliegen? Ja, ansonsten gibt es ja nur fliegen, glaube ich. Ja? Die Axt im Walde. So, jetzt kommt eine schwierige Begegnung. Jetzt kommt nämlich die Begegnung mit dem großen Bären. Und das wird wirklich schwierig. Was ich mich nämlich frage, ich kann nämlich, und das ist das Dumme an dem Spiel. Nein, das will ich gar nicht. Nein, das brauchen wir im Moment nicht. Brauche ich auch nicht. So. So, hier zum Beispiel. Könnte ich erstmal auf Feuerpfeile wechseln. Natürlich für den Bären ganz gut ist. Da allerdings... Also, wir versuchen erstmal was herzustellen, würde ich sagen. Das weiß ich leider schon, weil ich das Video gesehen habe, Freunde. Also als erstes Mal brauchen wir nicht lange Fackeln und dafür wird schon das meiste drauf gehen. Toll. Hat mir sehr geholfen. Hat mich auch geholfen. Oder wie sagt er immer, Verona Feldbusch. Hat mich sehr geholfen. Oder hat mich auch geholfen. Das war ja ihr Standardspruch, ihr Werbespruch. Die Frau hat aber ihr Geld gemacht. Da gibt es dann nun mal nichts zu sagen. So. Jetzt wird's bärig. Im wahrsten Sinne des Wortes, es wird bärig. Schießt er auch drei Pfeile auf einmal ab? Das wäre... Es wird dunkel. Ich will aber nicht in der Nacht den Bären töten müssen. In der Nacht, ihr habt wohl einen Vogel. Also, ein Zeichen, dass hier irgendwas wrong ist, sind schon mal die Leichen hier. Es ist ein Fried. Es wird jetzt, wird das jetzt, weil ich drauf bin, Nacht, oder? Finde ich jetzt aber nicht cool, dass es gerade Nacht wird, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Auf dem Friedhof und Nacht. Es ist ja ziemlich heavy hier. Komme ich da hoch? Oh. Jetzt geht's los. Lass mich los. Was machst du denn?
Hoppala. Holla, 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 die Waldfee. Nee, wieso konnte der mich jetzt erledigen? Wieso konnte der mich jetzt treffen? Oh, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, nee. Oh ne, oh ne, oh ne, 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 ne. So. Help me! So weit geht mein andere Entertainment aber nicht eigentlich. Stirbt auch noch mal. Weil ich habe gleich keine Muni mehr. Nur mal so nebenbei. Oh. Warum bist du so böse auf mich, Bär? Tu dir doch gar nichts. Der stirbt nicht. Und ich weiß schon wieder nicht, wie ich die... Und der läuft mir hinterher und läuft mir hinterher. Das kommt noch dazu. Lauf! Ja, das war wieder klar. Dankeschön. Kann ich da durch? Nein. Kann ich da hoch? Nein. Was passiert denn, wenn ich... Oh, komm. Ich werde sterben. Was passiert denn, wenn ich da schneide? Ach, da kommt eine Leiter hoch. Schön zu wissen. Schaffe ich es noch? Nein, so nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Granaten auswähle. Ach so. Was für Geräusche jetzt? Also den Bären bin ich noch nicht los. Also ich habe jetzt sämtliche Munition. Für nichts verschossen, ja? Bitte, bis jetzt gibt es nichts. Sie könnten in einem Funkloch sein. Da sind überall Felsen. Jedenfalls sind sie erwachsene Jungs. Also solltest du dir keine Sorgen machen und etwas schlafen. Ich wecke dich, wenn sie sich bei uns melden. Mein Gott. Aljoscha, ich spiele jetzt die Aufzeichnung ab. Ich habe den Kontakt zu euch verloren. Aurora fährt jetzt zum ausgemachten Treffpunkt am Damm. Falls ihr keine Funkverbindung herstellen könnt, dann begebt euch sofort dorthin. Frage ist natürlich jetzt... Toll. Ich habe die ganze Munition umsonst verschwendet. Super. Genial.
Uns fehlt Benzin. Stehen bleiben, Streuner! So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn! Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten.